Komm, Bulli, gewinn. Ich lass mal einen strahlen hier von hier. Schön breit machen, das Spiel hier. Ja, schick mich doch, Junge. Ein weiter, komm. Ja! Sauber, Jungs, da krieg ich wieder einen Assist für. Das ist, da hat er schön geklappt. Mein Wraparound ist irgendwo hängen geblieben. Da ist der nächste Assist für Hockey Balboa. Wenn wir gewinnen, haben wir den Divisionstitel. Das wäre natürlich eine feine Geschichte. Ach, jetzt kriege ich eine Strafzeit. Sowas Dummes. Ach, sowas Dummes. Da war ich ein bisschen zu forsch. Aber wenn man so voller Kraft und Energie steckt wie ich, dann passiert sowas. Ich warte übrigens auch noch mein Intro, das wird gerade erstellt, da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, das wird cool. Ich selber habe leider momentan keine Zeit und Blender hat mich ein bisschen zu sehr angezackt. Oh, das gibt ein Penalty. Penalty-Schuss, Schiri. Ja. Okay, komm, wir müssen noch einen schießen. Four and four now. The D at the D's and the forward at the forward. Sagt ja unser Ed Olczyk immer so schön dazu. Eddie the Bieber. Schön, Goli. Okay, 39 Sekunden noch, dann bin ich wieder am Feld. Vielleicht kann ich einen abstauben hier. Mal gucken. 30 Sekunden. Diese Position kommt mir vom Frühjahr vom Hockey auch noch sehr bekannt vor. Also diese links draußen. So. Ja, da bin ich auch immer zu Unrecht auf die Strafbank gegangen. Ah, schade. Ja, ist abseits, wenn da einer steht noch. Ist aber keiner. So, breit machen das Game. Und wieder drüber, Mann. Na gut, jetzt habe ich nicht aufpassen. Aber gut, ich hatte Platz zum Schießen, dann habe ich das natürlich gemacht. Abseits. Gut, Schiri, hast du gut gesehen, wa? Kannst ja doch was. Flachpfeife. Schön. Ach, da lässt er sich einen Stil da geben, doch. Slot dich machen. Schön. Jetzt gibt es die nächste Strafzeit. Schiedsrichter, was ist denn los mit dir wieder hier in der letzten Minute? Du hast doch einer eine Pflaume, du. Pappnase, ehrlich. So ein schönes Spiel, versaus uns das. Alter, gesoffen hat er. Das ist doch Henna, ist das doch. Und er lässt sich wieder den Puck stehlen hier. Und nochmal. Junge, willst du mich veräppeln hier gerade? Was? Oh, das war jetzt schlecht von mir. Ganz, ganz schlecht sogar. Komm ich hinten hier den Puck nicht mehr hinterher. Bleib vom Torwart weg. Ich glaube, es hackt. Kommt, Leute. 5 Minuten noch. Schöner Save hier vom Goalie. Einmal noch 5 Minuten. Und in Defense hier gucken. Schön. Oh, meine Computerspieler wissen gerade nicht, wo sie hin sollen. Jetzt gehen sie alle ins Slot. Na, ist okay. Ah, schade. Das ist das halt. Das ist das, dass das alles ein bisschen länger dauert. Sonst hätte ich nämlich doppelt dran vorbeigelegt hier gerade noch. Jetzt. Ah, schade. Komm hier. Schade, ich dachte, jetzt schauen wir nochmal ab. Deswegen habe ich mich gerade ein bisschen offensiv orientiert. Nein, wir wollen hier keine Schlägerei. Na, harmlos, Leute. Ach.
Facewasher hier, ich gehe jetzt nicht mehr auf die Strafbank. Es gibt ein Icing wahrscheinlich. Oh, das ist ein Foto High Finish hier, aber das sieht schlecht aus für uns. Die machen jetzt hinten auch schön dicht. Geh die Linie hoch, Kollege. Kein als Schiedsrichter! Meine Güte! Lern die Regeln! Okay, wir müssen jetzt alles nach vorne werfen. Das hat keinen Zweck. Ich muss jetzt sehen, dass ich einen Abstauber kriege noch da vorne. Jetzt ist gelaufen. Gut. Wir haben es versucht. Haben sie Glück gehabt noch, die Jungs. Aber es ist halt Eishockey und kein Fußball. Fußball hätten sie schon nach 10 Minuten wahrscheinlich alle hinten drin gestanden und versucht, es abzublocken, alles. Das ist Eishockey, das ist der richtige Sport hier. Die Torwartbewegungen sehen unheimlich gut aus, super realistisch. Also traumhaft, ehrlich. Das ist ein Riesensprung noch zu NHL 15. Wobei man ja wirklich sagen muss, ja gut, die haben es noch rausgeschleudert. Das Spiel hat Spaß gemacht, aber man hat sich halt auch im Gegenzug so oft aufgeregt über das Ding. So, hier nochmal an der Stelle. Leute, liken, subben, kommentieren. Alles, was ihr wissen wollt, fragt mich. Wenn ich die Antwort nicht geben kann, dann frage ich Wikipedia für euch. Oder ich antworte einfach irgendwas und behaupte, das wäre richtig. Kriegen wir alles hin. Aber ich brauche die deutsche Community, um das hier durchziehen zu können. Sonst ist das einfach zu viel Arbeit, die da drin steckt. Das sind mehrere Stunden, die ich dann täglich dafür brauche hier. Und ja, ich weiß, Eishockey ist nicht Deutschlands Sportart Nummer 1, aber so ist das nun mal. On through the corner, walking a thin line near the border there. Pass cut by the offense. Back in his defensive end to get it. Ah, schon ein Play is stopped and that well-worn track to both. Okay, jetzt haben wir nochmal eine Überzahl, aber das Ding ist natürlich gelaufen hier. The Griffins get another power play chance here. They've had some effect. Hey! Bully's looking around the screen to try to find the puck. Nice poke check by Brodin. The Griffins through the row now in the code. That means there might be something going on here. Er will nicht mehr. Gut, das war's. Leute, ich würde sagen, ich mache hier Schluss, damit ich euch die Klamotten hochgeladen bekomme. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier sieht man nochmal so ein bisschen, können wir später nochmal drauf eingehen. Gameplay war ja jetzt erstmal die Hauptattraktion heute für mich. Und ja, haltet die Ohren steif. Lasst mich wissen, was ihr darüber denkt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Gute, euer Stifler. Ciao, ciao.